Willkommen zurück. Wir haben es tatsächlich geschafft, ein zweites Video aufzunehmen. Super. War für uns actually auch schon echt schwer. Aber ja. Hier sind wir und hier seid ihr. Und heute werden wir euch ein Live-Update filmen. Also wir haben uns dafür ein paar Fragen rausgesucht, die wir halt, also wir haben mich auf Instagram gefragt, ob ihr Fragen an uns habt. Und die haben wir jetzt rausgesucht. Und da wollten wir euch jetzt ein paar halt so beantworten. Genau. Fangen wir erstmal ganz kurz an, das haben wir im letzten Video noch nicht gemacht. Wer sind wir eigentlich? Also für alle Leute, die uns vielleicht noch gar nicht kennen. Also ich bin Paula, ich bin 17 Jahre alt. Eigentlich will ich gar nicht mehr zu sagen, oder? Ja, irgendwie über uns gibt es gar nicht so viel zu erzählen. Nee. Ich bin May, ich bin 19 und I don't know, wir sind beide auf Social Media aktiv, also Instagram, TikTok. Ja, true. Haben jetzt mit YouTube angefangen. Wir sind ein Couple, wie man, stimmt. Wenn man das erste Video schon gesehen hat, ganz offensichtlich gesehen hat. Also wenn ihr noch irgendwas anderes wissen wollt über uns, wie gesagt, ihr könnt uns immer schreiben, ihr könnt in die Kommentare schreiben, ihr könnt uns per DM schreiben und wenn es sehr wichtig ist, können wir auch irgendwann nochmal so ein Kennenlernen-Video oder so machen. Ja, true. Naja, auf jeden Fall erstmal, wie geht es euch zurzeit mental? Also der Punkt ist, wir haben gerade ein bisschen nachgedacht, also der Punkt ist, dass es halt in der Hinsicht recht viel zu sagen gibt, da wir beide halt sehr stark psychisch erkrankt sind. Also wir haben zum Beispiel beide Borderline und noch ein paar andere Sachen und man kann dazu einfach viel erzählen und wir finden auch, dass die Psyche halt ein recht wichtiges Thema ist, worauf man eben nochmal eingehen sollte. Und dementsprechend würden wir dazu gerne nochmal separat ein Video machen. Einfach nur, damit man einfach nochmal mehr darauf eingehen kann. Nicht, dass es nur kurz erwähnt wird. Aber ich wollte es trotzdem nochmal reinnehmen, damit ihr halt wisst, dass es halt nicht, also dass es halt eine wichtige Frage ist. Aber und eben auch, weil wir in unseren Social Medias sehr viel über so Mental Health Problems reden, über unsere eigenen und halt ein bisschen den Fokus ein kleines bisschen drauf gesetzt haben, was uns eben wichtig ist. Dass das Thema nicht vergessen wird, auch in einem Live-Update von uns, eben weil wir eine ganze Weile auch über sowas nicht geredet haben. Ja. Eben weil wir eine ganze Weile auch gar nicht aktiv auf unseren Social Media Accounts waren. Ja, aber einfach nur, dass ihr wisst, dass da auf jeden Fall noch sehr viel zu kommen wird. Wir haben sehr viele YouTube-Sachen dazu auch noch geplant. Ja. Wird ein wichtiger Bestandteil. Und dementsprechend kommen wir zur nächsten Frage. Weil viele Leute haben sich natürlich gefragt, was machen wir jetzt mit unserem YouTube-Kanal? Was für Videos kommen? Wie oft werden wir posten? Was ist da so der Plan? Also, vorweg, dieser YouTube-Account soll für uns einfach nur Spaß sein. Es soll uns Spaß machen, es soll euch Spaß machen. Das heißt, wir wollen uns halt keinen Stress machen. Im Moment werden wir halt einfach so oft posten, wie wir es schaffen. Aber es wird eben auch Zeiten geben, wo wir eben nicht einmal die Woche posten und wir auch nicht alle zweimal die Woche posten. Auch nicht alle zwei Wochen, alle drei Wochen. Wie gesagt, wir wollen so posten, wie wir es hinbekommen. Damit es eben noch Spaß ist. Also es kann halt sein, dass es auch eine ganze Weile dauert, wo wir gar nichts machen, wo wir eine Pause machen. Eben weil wir nichts erleben, weil wir nichts zu sagen haben. Weil eben ein Teil von unserem Content eben halt auch Vlogs sind. Ja, und man, also weiß nicht, wir erleben halt nicht so viel, wir gehen nicht so viel raus oder so, wir sind recht Leute, die eher so drinne sind und nicht so viel machen, wie gesagt. Und dementsprechend hat man, ne, man erlebt halt nicht so viel, aber wir gucken halt, dass wir unser Bestes machen und halt auch noch so andere, so, weiß nicht, so Talks und sowas, so Chit-Chat with us. Ganz kurzer Fact übrigens, wir gucken mal nach unten, weil wir hier die Fragen haben. Dann, war eine Frage auch, do you see any big changes in your social media in the future? Also wir können auf jeden Fall sagen, dass wir vorhaben, aktiver zu sein auf allen Social Media Plattformen. Eben weil, keine Ahnung, für uns ist es immer recht schwierig gewesen, aber wir nehmen es uns schon seit Monaten vor und hoffentlich setzen wir es diesmal auch wirklich durch. Wir wollen dann doch mehr so aus unserem Alltagsleben zeigen. Vor allem auf Instagram. Und ja. Was uns halt, worauf wir uns eigentlich schon echt freuen, ist halt einfach, wir wollen mehr live gehen. Also, das war uns eigentlich immer sehr wichtig, beziehungsweise es hat echt Spaß gemacht, aber aus verschiedenen Gründen konnten wir es einfach in den letzten Monaten nicht so viel machen. Deswegen hoffen wir, dass wir uns da wieder ein bisschen mehr drauf konzentrieren können. Vor allem wegen einem Punkt, der noch folgt. Mhm. Nee, aus wegen zwei Gründen. Wegen zwei Gründen, ja, true. Also, dann noch haben wir jetzt Frage. Sekunde. Also welche LKs hast du gewählt und was studiert May? War eine Frage. Erstmal zu meinen LKs. Also
Ich weiß nicht, die meisten wissen es wahrscheinlich gar nicht. Ich gehe in die 12. Klasse eines Gymnasiums und ich habe da, wo ich wohne, oder in meiner Schule, 13 Jahre Schule. Dementsprechend bin ich jetzt in der Q1. Und meine LKs sind Englisch, ich muss mal überlegen, nee, Quatsch, Geschichte, Englisch, Erdkunde LK und Bio habe ich, okay, das ist also nicht mehr LK, aber egal. Bio schreibe ich schriftlich und ich habe mündlich Deutsch als Prüfungsfach noch. Gute Fächer. Nee, gar nicht, Mann, ich hasse Erdkunde. Okay, Erdkunde ist so schlimm. Also ich finde Geschichte toll, Englisch toll, aber Erdkunde... Aber Erdkunde, boah, also das Ding ist, actually, habe ich auch gesagt, cool. Wie jetzt nicht. Nein, aber der Punkt ist, Erdkunde ist cool, aber mein Lehrer ist scheiße. Und also mein Lehrer ist wirklich, der kann nicht unterrichten, der kann gar nichts. Also sorry, ich hoffe, dass niemand dieses Video sieht, der irgendwie an meinem Quatsch, aber trotzdem, ne? Shoutout an meinen Erdkundelehrer, du bist doof. Dann nochmal zu mir. Also, ich habe angefangen zu studieren am 1. Oktober. Ich habe mich entschieden, soziale Arbeit zu studieren, aber online an der EU. Eben weil ich halt aus anxiety Gründen sagen kann, dass ich es nicht im Moment nicht packe, zu einer Uni zu gehen, mich dahin zu setzen und zuzuhören, was mitzubekommen. Und deswegen habe ich halt entschieden, dass ich online Kurse mache. Der Plan ist jetzt halt, dass ich 3 Jahre lang soziale Arbeit studiere, bis Paula mit der Schule fertig ist. Plus halt 1 Jahr, weil sie ja nur 2 Jahre Schule hat. Und dann gehen wir zusammen irgendwo hin, wo wir Psychologie studieren. Das gleicht auch die nächste Frage eigentlich. Ja, weil viele haben sich gefragt, was unsere current goals sind. Ziele. Also unser erstes Ziel ist auf jeden Fall, glaube ich, das Studium unter anderem. Also natürlich, nein. Als allererstes als Goal würde ich sagen... Was sind deine 3 Goals? Okay, meine Top 3 Goals, sagen wir mal so, für die Zukunft wären, also dass ich halt meine Mental Health an einen guten Punkt bringe. Also jedenfalls so gut wie möglich oder auf jeden Fall aktiv in Therapie bin. Also ich bin zwar gerade in Therapie, aber halt nochmal mehr Fortschritte mache und so und da halt weiterkomme. Mein Studium mit dir, hoffentlich. Also, wir wollen ja beide Psychologie studieren. Das wäre, glaube ich, auf jeden Fall mein zweitwichtigstes Goal. Einfach, dass das alles so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Und das wird alles, was wir hinbekommen. Und dass das einfach unser nächstes Träumchen dann wird. Keine Ahnung, aber halt, dass wir da halt, ja, das machen können, was wir machen wollen. Also, ja. Und als drittes, weiß ich nicht. Unvorbereitet? Ja, unvorbereitet. Mein drittes Goal wäre es, dich zu heiraten. Das ist wirklich ein Goal, das ist das, was passieren wird. Sehr, ja, sehr schnell. Den. Das ist mein Goal. Das ist für mich mein Goal sein. Ja. Das wird auch nachher noch eine Frage sein. Aber meine 3 Goals sind also am allerwichtigsten, ich will halt an so meinem healthy Lifestyle arbeiten. Also ich will noch ein paar mehr. Ich bin gerade dabei, so ein paar Habits zu entwickeln, die mir halt ehrlich gesagt echt gut tun. Und das ist mir halt wichtig, dass ich halt da noch mal ein bisschen noch was dazu packen kann, vielleicht Gym oder halt einfach das beibehalte. Dann jetzt in naher Zukunft will ich auf jeden Fall an meinen ganzen Anxiety-Sachen arbeiten. Also ich will mir jetzt einen Therapeuten suchen, um halt auf der Ebene dran zu arbeiten. Aber in general halt psychische Sachen, daran ein bisschen zu arbeiten. Und als letzter Goal wäre, glaube ich, auch halt einfach, dass wir so diese akademischen Sachen erreichen, die wir uns vorgenommen haben. Also, dass ich halt mein Studium so packe, wie ich es mir vorgenommen habe. Ich will noch so einen Englischkurs machen, eben weil ich kein Englisch verlieren will. Ich will Griechisch, noch einen Griechischkurs machen. Und halt eben, dass wir in 3 Jahren dann Psychologie studieren können. Ich bin Griechin, deswegen. Sie will meine zweite Sprache sprechen. Beim Griechisch ist nicht ganz meine Muttersprache, aber naja. Auf jeden Fall, dann haben wir noch 3 weitere Fragen. Also erstmal, passt jetzt ein bisschen, deswegen wollt ihr heiraten? Willst du dazu was sagen? Also, mal unter uns. Ich habe schon einen Verlobungsring ausgesucht.
Also man könnte jetzt ganz kurz sagen, es ist sehr viel von Plan, aber der Punkt ist, wir haben Borderline, Leute. Das klingt jetzt zwar blöd, aber der Punkt ist, wir brauchen diese Reassurance, wir brauchen diese Versicherung, diese Routine, dass wir wissen, dass wir uns auf eine Person verlassen können. Und dafür ist Heirat halt sehr wichtig. Okay, du, ich habe dich nicht aussprechen lassen, sprich weiter. Also für uns war es eigentlich gefühlt schon immer klar, dass wir heiraten wollen, oder? Oder uns heiraten wollen. Ja. Und jetzt so in den letzten... Ich habe im Januar schon angefangen. Ich weiß nicht, ob es wirklich Hochzeitseid heißt. Ich habe es einfach so genannt. Aber also dieses das, was man so sagt bei der Hochzeit, was man so dem Partner verspricht, das habe ich schon im Januar schon angefangen zu schreiben. Weil ich halt immer wieder so ein bisschen was da reinschreibe. Dann habe ich jetzt so in den letzten paar Monaten habe ich den Verlobungsring ausgesucht. Ich habe ihn aber actually noch nicht gekauft. Ich habe schon den kompletten Plan, wie ich den Antrag machen will, wo ich den Antrag machen will. Ja, aber natürlich kann ich nicht mehr sagen, weil hier die junge Dame neben mir sitzt. Aber also unsere Verlobung wird wahrscheinlich gar nicht mehr so lange dauern. Weiß ich nicht. Unsere Hochzeit actually aber schon, eben weil es halt einfach aus, wir sind noch sehr jung. Nicht, weil wir nicht jetzt sofort heiraten wollen würden, das ist es nicht. Ich würde es machen, ich würde es toll finden. Aber auch wegen Steuern und so. Ja, also man muss halt trotzdem noch realistisch denken. Also ich finde, Verloben ist schön, aber man hat dieses Versprechen nochmal auf einer anderen Ebene, dass man beieinander sein wird und bleibt und heiraten will und so weiter und so fort. Und es ist nochmal eben halt diese, ist nochmal mehr als halt nur das Zusammensein. Ich stelle hier noch eine Sache, die wir uns gesagt haben wegen Heiraten und Verloben. Mhm. Wir wollen uns beide einen Antrag machen. Ja, also eigentlich. Wir haben gesagt, wir heiraten erst dann, wenn jeder von uns beiden einen Antrag bekommen hat. Also ich mache Paula einen Antrag mit einem Ring, sie macht mir einen Antrag mit einem Ring und dann entscheiden wir. Ich habe voll Angst, dass ich dann nicht meine Verlobungsdings... Das ist dann nicht so cool, wie deins wird, dann bin ich so voll schlecht. Hey, natürlich wird's cool. Du bist mein Baby. Du könntest wahrscheinlich sogar, keine Ahnung, du könntest so in so einer Mülltüte sitzen und sagen, bitteschön, ich würde es trotzdem toll finden. Okay. Dann als vorletzter Punkt. Ich liebe dich. Ich liebe dich. next place that you want to travel to, also halt der nächste Ort, wo wir hinreisen wollen. Und wir haben gerade zwei Pläne. Also beides ist nicht fest. Huch, mein Handy ist runtergefallen. Beides ist nicht fest, aber vielleicht wollen wir im Winter nach Paris. Also beziehungsweise cool, meine Mom hat uns halt gefragt, ob wir irgendwo hinfahren wollen. Und wir sind gerade ein bisschen dabei nachzudenken. Was stand auf unserer Liste? Amsterdam, Paris oder Edinburgh, glaube ich. Wir sehen uns aber, du hast nicht so dazu gehört. Aber ich glaube, wir sehen uns eher bei Paris. Das ist auf jeden Fall ein Plan, aber noch nicht geplant, sage ich so. Also es ist eine Idee gewesen. Wir müssen uns mal mit meiner Mom ein bisschen informieren, was wir machen wollen, wie es alles so passt, wie mit den Ferien alles so hinhaut. Aber das auf jeden Fall. Und nach New York. Ich hoffe, das kommt nicht ganz so rein, weil ich so, Nein. Okay. Also das ist halt schon... immer auf unserer Liste gewesen, weil ich liebe New York. New York ist meine Soul City und es bedeutet mir irgendwie sehr viel, Paula mit nach New York zu nehmen. Oder mit Paula in New York zu sein. In Amerika, deswegen eben sie liebt New York. Und es ist so dieses so, New York ist da, wo ich glücklich bin und Paula ist das, was mich glücklich macht und das zusammen ist so. Gold! Außerdem haben wir, habe ich da Familie und wir könnten halt so meine Fam besuchen. Machst du das auch mit rein? Ja. deswegen ja, das würde uns halt. Das ist halt ein Plan, das steht so seit immer auf unserer Liste, dass wir sind, wenn wir es uns finanzieren können, wollen wir unbedingt nach New York. Es ist im Moment ein Gespräch, dass wir vielleicht nächsten Sommer oder nächsten Herbst nach New York fliegen. Ist aber wie gesagt auch noch nicht gebucht, nur im Gespräch. Aber es wäre das Beste, was je passieren könnte. Ich bin so blass, oh mein Gott. Das ist wunderschön, dass ich niemand bin. Letzte Frage. Okay, das ist das, worauf ihr basically Monate drauf gewartet habt. Viele wussten noch nicht mehr, dass sie drauf warten, aber hey, ihr habt drauf gewartet. Und ganz viele waren so, ach Mann, ich bin so enttäuscht. Ich dachte, es ist das, als wir die Ankündigung gemacht haben wegen YouTube. Tatsächlich, Leute, hat ihr alle recht. Also nein, es ist nicht das. Also die Ankündigung war YouTube. Aber diese Big große Sachen, die ja noch als letztes kommen noch hat, andere Leute. Passiert nur eine Big Sache. Passiert was? Also May meinte ja mal, dass halt Sachen passieren und das war halt eine Sache davon.
Und zwar sind wir beide zusammengezogen. Ich bin ausgezogen mit 17, what the fuck. Ganz kurz, das ist jetzt auf jeden Fall, also was würdest du sagen können, warum und wie es passiert ist und so, das sind private Umstände. Ja. Aber auf jeden Fall bin ich, also ich denke mal May auch, also May auch auf jeden Fall, aber ich werde sie dafür sprechen, das nicht mehr. Auf jeden Fall bin ich, also sind wir sehr, sehr dankbar, dass es halt alles so funktioniert hat. Wir sind so jung und mithilfe unserer Eltern. Die Möglichkeit dazu. Aber wir werden eben von denen unterstützt und wir haben es dann eben dadurch halt möglich machen können, ja, dass wir zusammenziehen, also beziehungsweise zusammengezogen sind. Ja. Das ist irgendwie alles voll krass. Aber ja, Leute, wir haben euch angelogen. Wir haben immer so getan, als würden wir uns so nicht sehen, aber wir wohnen so schon seit wir wohnen zusammen. Das Ding ist einfach, ganz kurz da, Fun Fact. Was wir mal zu sagen, also was ich nochmal erwähnen wollen würde, wegen, ja, es ist ja alles viel zu schnell und so. Der Punkt ist, wir haben immer Ewigkeiten miteinander verbracht. Also, wir haben ja eine Long-Distance-Relationship gehabt, sprich halt eine Fernbeziehung. Aber der Punkt ist, dass halt May, sich auf ihre Abi-Klausuren vorbereiten musste. Dementsprechend hat man da halt keine Schule und das ist keine Schule. Also du musst nicht anwesend sein in der Schule und kannst deswegen halt von überall eigentlich für ein Abi lernen. Und aufgrund dessen konnte sie halt immer dann monatelang, also halt nicht ganz durchgängig, aber fast immer, ne, bei mir halt wohnen, in meinem Zimmer mit mir. Ihr müsst euch vorstellen, wir sehen uns aktiv seit Dezember. Im Dezember haben wir 2 Wochen miteinander verbracht und dann 2 Wochen. Danach haben wir einen Monat lang, also den kompletten Januar, jedes Wochenende miteinander verbracht. Ja. Und dann ab Februar, war ich den kompletten Monat bei Paula. März war ich den halben Monat, da hattest du Ferien, warst du 2 Wochen bei mir. Daraufhin waren wir dann wieder, weil ich dann ab da war ich dann bei dir. Ja. Und ich meine, ich bin mehr bei Paula dieses Jahr gewesen als zu Hause. Halt einfach, weil ich bin nur zu meinen Prüfungen nach Hause gefahren. Ja. Ich war nicht mal bei meiner Abitur-Zeugnisverleihung, Leute. Ich war nicht da. Weil der Geburtstag hatte. Weil Paula der Geburtstag hatte. So. Wir waren dauerhaft beieinander. Und ich meine, es ist ja nicht, dass wir in einem riesen Haus beieinander waren. Wir waren in Paulas kleinem Zimmer beieinander. Ja. Das heißt, wir wohnen jetzt weniger gefühlt miteinander zusammen, als in einem Zimmer miteinander zusammen gewohnt haben. So. Weil ich halt, ich meine, ich habe natürlich auch Schule und so, keine Ahnung, weil sie machen alles halt normal weiter, nur dass wir im Zusammenleben. Es ist halt kein großer Unterschied. Genau, es ist halt kein Unterschied. Also deswegen wussten wir auch, dass es funktionieren würde, weil wir davor schon die ganze Zeit eigentlich beieinander gewohnt haben. Und wir hatten auch, also ich glaube, das Höchste, wir hatten einmal, konnten wir uns 2 Wochen nicht sehen. Das war ganz am Anfang der Beziehung. Sonst haben wir uns jede Woche gesehen. Wir konnten nicht untereinander. Also wir hatten auch keine, deswegen finde ich es so schwer, wenn Leute fragen, yo, wie macht ihr das mit der Fernbeziehung? Also ich hatte wir ja schon welche. Keine Fernbeziehung bei uns. In der Vergangenheit hatte ich zwar schon Fernbeziehungen, aber wir jetzt hatten eigentlich keine, weil man auch ein normales Paar sieht sich nicht jeden Tag. Ja. Und wir haben uns aber sogar also mehr gesehen als Paare, die beieinander leben, also in derselben Stadt und so, ne? Schon dann, dass wir schon, ich meine, wir haben ja auch immer beieinander übernachtet. Wir haben wahrscheinlich mehr übernachtet bei einem Jahr, also mit einem Jahr miteinander, als die meisten Paare, die halt in derselben Stadt wohnen. Ja. In mehreren Jahren. Und ich meine, klar, wir sind beide jung und klar, es ist halt nicht normal, dass man in dem Alter auszieht, aber wir wissen, dass wir es hinbekommen, weil ich meine, ich bin ausgezogen, als ich 17 war. Paula ist jetzt auch 17 und ich meine, Paula ist sehr eigenständig, ich bin sehr eigenständig. Ja. Wir sind beide Leute, die alleine klarkommen. Wir können kochen, wir können Haushalt schmeißen, wir kommen damit klar. Ja. So, deswegen, ich meine, es gibt viele Leute, die sind 5 Jahre älter als wir, die schaffen trotzdem es nicht alleine zu wohnen. Was okay ist, so soll man nicht sagen, aber wir können es halt. Und deswegen ist es für uns einfach nur das Beste gewesen. Ja. Uns hat es auf jeden Fall sehr viel geholfen, auch mentally hat es uns sehr gut getan. Genau. Und ich finde, das ist in dem Fall das Beste und uns macht es glücklich. Ja. Und wir haben beide einen aktiv guten, sehr guten Kontakt mit unseren Eltern. Und so, also es ist einfach, dass wir, es hat einfach gepasst und es war nötig auch irgendwo, einfach für uns in der Beziehung. Ja. Aber auch, ich glaube, auch einfach allgemein, als Individuum, einfach halt für uns, um halt gut im Leben voranzukommen. Aber ja, keine Ahnung. Naja, mehr kann man dazu auch nicht sagen. Wir haben jetzt dazu auch echt viel gesagt. Das ganze Video ist auch ein bisschen lang geworden, glaube ich. Aber einfach, dass ihr wisst, yo, wir wohnen jetzt zusammen. Jetzt können wir endlich aktiv
zeigen, dass wir zusammen wohnen, ja, weil wir es nur noch ein bisschen verheimlicht haben. Wenn ja, ihr nochmal eine Roomtour, also eine Wohnungstour haben wollt, schreibt es in die Kommentare, weil eigentlich war dieses Live-Update mal geplant, dass wir irgendwie aktiv zeigen, wie es zu unserer Wohnung zustande kommt, eben wie wir streichen, wie wir das alles machen. Aber irgendwie hat sich das alles ein bisschen hat sich gezogen, wurde schwierig, wir hatten nicht genug Videomaterial, deswegen, falls euch interessieren würde, nochmal irgendwie ein kurzes wir zeigen unsere Wohnung Ding zu machen, wir können noch ein Livestream oder so machen mit wir zeigen unsere Wohnung irgendwann mal, wenn ihr da Bock zu hättet. Ja. Ja. Und also wie gesagt, das war's mit dem Video. Im nächsten Video tatsächlich, das nächste wird noch ein kleiner Change sein. Also das war's noch nicht ganz mit so Ankündigungen, aber noch ein Update, was in unserem Leben sich verändert hat. Und was wir auch, wir sind sehr glücklich. Ja, was uns sehr glücklich macht. Aber ja, soviel zum nächsten Video. Macht's gut, danke fürs Zuschauen. Vergesst nicht, Kommentare zu schreiben, Verbesserungen, Vorschläge, was auch immer. Und wir hoffen, ihr habt einen schönen Tag und es tut uns leid, dass das Video ein bisschen lang geworden ist. Passt auf euch auf, vergesst nicht zu essen und zu trinken. Wir haben auch überlegt, ob wir vielleicht irgendwie so ein Video machen sollen, wo wir halt einfach alle gemeinsam essen und über irgendwelche Themen reden, die ihr requestet. Ja, unsere DMs und unsere Social Media Accounts sind immer offen, dass ihr irgendwie nach Rat fragt und schreibt. Wir freuen uns. Ja. Yeah. That's our love to you guys. Bye-bye. Bye-bye.